Das verlorene Ticket. Ein Schlichtungsfall. Frau Emsig war eine Woche lang beruflich in London. Schön, aber auch ganz schön anstrengend. Ihr Flugzeug landet in Düsseldorf. Von dort geht's zum Bahnsteig. Es ist schon spät. Jetzt nur noch den Zug und einmal umsteigen und dann ist sie zu Hause. Doch so ein Pech. Der Zug nach Goch bleibt wegen eines Lokschadens im Bahnhof stehen. Es ist mitten in der Nacht. Sie muss wohl ein Taxi nehmen. Wird das Verkehrsunternehmen die Kosten übernehmen? Zur Sicherheit ruft Frau Emsig dort an. Na also, eine Kostenerstattung von bis zu 80 Euro wird ihr zugesagt. Am nächsten Tag füllt sie das Erstattungsformular aus. Leider kann sie ihre Zugfahrkarte nicht mehr finden. Also fügt sie stattdessen ihr Flugticket an und benennt zur Sicherheit noch einen Zeugen. Bald darauf erhält sie ein Antwortschreiben vom Verkehrsunternehmen. Die Erstattung wird abgelehnt. Warum? Ohne Zugfahrkarte leider keine Erstattung. Da entdeckt sie unten auf dem Schreiben den Hinweis auf die Schlichtungsstelle Nahverkehr, die Frau Emsig auch gleich anruft. Im Schlichtungsverfahren gelingt es, das Verkehrsunternehmen davon zu überzeugen, dass die Kundin eine Erstattung von 50 Euro erhält. Das ist kulant. Dem Verkehrsunternehmen ist der Hinweis wichtig, dass die ursprüngliche Entscheidung korrekt war. Aber im Rahmen der Kundenbindung möchte man Frau Emsig gern entgegenkommen. Wenn Sie mal Probleme mit dem öffentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen haben, dann melden Sie sich bei uns. Schlichtungsstelle Nahverkehr.